Wir sind unterwegs. Wir werden jetzt gleich einen Zeitsprung versuchen. Für diese Operation berechnen wir die genaue Flugbahn. Wir nähern uns der Barriere. Ich justiere die Schildharmonien, um zu kompensieren. Quantenfluktuationen intensivieren sich. Aber der Doktor muss mir noch die temporalen Koordinaten geben. Ersparen Sie uns die offizielle vulkanische Meinung über Zeitreisen. Wir sind in der Vergangenheit. Nur an verschiedenen Stellen des Zeitkontinuums. Wir haben es geschafft. Du rockst das! Nuk Nach und Jolan Tru, herzlich willkommen zur Sondersendung vom Raumschiff Eberswalde zu 55 Jahre Star Trek. Wir sind die Star Trek Tafelrunde aus Potsdam-Babelsberg und wir haben heute die Ehre, die Sondersendung zum Jahr 1989 zu machen. Der Weltraum bleibt die große Herausforderung. Unendliche Weichen. Ein Vakuum zwischen Sternen und Planeten. Wir sind dauernd auf der Suche. Nicht nur nach Antworten auf unsere Fragen, sondern auch nach neuen Fragen. Sind wir allein? Es gab eine Zeit, da haben sie die Sterne angesehen und von dem geträumt, was werden könnte. Wir werden fremde Welten und neue Zivilisationen entdecken. Wo noch niemand zuvor gewesen ist. Mein Name ist Micha und auf unserem Blog findet ihr mich unter dem Namen Kai Vassal. Ich bin Sozialarbeiter in Potsdam und Mitbegründer der Star Trek Tafelrunde. Meine Leidenschaft für Star Trek drückt sich vor allen Dingen in meiner Sammelwut aus. Also ich sammle ganz viele Star Trek Devotionalien und Merchandise zu allen Serien von Star Trek, zu den Kinofilmen. Begonnen habe ich damals mit der Enterprise D. Damals gab es in Berlin noch den wunderbaren Comicladen Grober Unfug. Den gibt es heute noch, aber da gab es auch eine wunderbare Star Trek Abteilung und wenn man da reingekommen ist, das war wie im Paradies. Und da habe ich meine erste Enterprise D von Playmates mit Geräuschen. Alle, die das kennen, wissen das, wie man da
einfach lieben muss, dieses Gerät. Und das habe ich, es war mein erster Merchandise-Artikel, den ich hatte. Und wenn ich damals gewusst hätte, wo das endet, naja. Mein Name ist Sepp, ich bin im wahren Leben Erzieher und auf unserem Blog schreibe ich unter dem Pseudonym Turon47 Rezensionen. Aber meine große Sammelleidenschaft gilt Büchern. Egal ob Star Trek-Romane, Rollenspielbücher, Atlanten, Lexika. Ich glaube mittlerweile, nachdem ich die alle gelesen habe, bin ich fast selbst sowas wie ein wandelndes Star Trek-Lexikon. Das Jahr 1989 ist für mich bis heute was ganz Besonderes geblieben, denn genau am Tag des Mauerfalls habe ich meinen 10. Geburtstag gefeiert. Zwar durfte ich schon ein Jahr vorher meine erste Folge Raumschiff Enterprise im Westfernsehen sehen, aber erst durch die Wende konnte ich meine Fanleidenschaft entwickeln und richtig ausleben. Wie war das bei dir? Ja, der Mauerfall, da war schon eine verrückte Sache gewesen. Wenige Wochen zuvor, leistete ich noch meinen Wehrdienst an der innerdeutschen Grenze ab, wie es damals hieß, der antifaschistische Schutzwall. Ja, wenn ich das damals geahnt hätte, von was mich dieser antifaschistische Schutzwall alles noch abhielt, also zum Beispiel von Star Trek. Glücklicherweise nahm das Phänomen Star Trek dann aber erst in den 90er Jahren richtig Fahrt auf und da war ich dann natürlich mit dabei gewesen. Meine erste Begegnung mit Star Trek hatte ich allerdings schon 1986, das war dann vor der Armee sogar noch, als Star Trek der Film in den ostdeutschen Kinos anlief. Ja, der lief in den ostdeutschen Kinos und das war damals ein Kino in meiner Heimatstadt im Harz, wo ich herkam, im schönen Headshatter Kino Apollo. Da sah ich Star Trek, den Film. Dann kam der Mauerfall und plötzlich war alles möglich. Und ja, ohne den Mauerfall wäre unsere Star Trek Tafelrunde, so wie wir sie jetzt kennen, mit diesen interessanten Menschen voller Leidenschaften für Star Trek nicht möglich gewesen. Dabei haben wir uns relativ spät erst gefunden. Bei der Deutschlandpremiere des 11. Star Trek Kinofilms von J.J. Abrams haben sich ein paar Fans gefunden und beschlossen, sich auch danach weiterhin im Privaten zu treffen. Ja, und nachdem sich anfangs immer nur 5-6 Leute getroffen haben, wurde die Runde relativ schnell größer. Und am Anfang belegten wir nur in unserem damaligen Lokal, das Albers in Potsdam-Babelsberg, einen Tisch, der reichte dann bald nicht mehr aus. Und wir mussten umziehen. Wir bekamen einen eigenen Raum und dann ab dann trafen sich immer ca. 30 Leute zur Tafelrunde einmal im Monat. Bis auch das nicht mehr ausreichte. Wir wechselten das Lokal. Seitdem sind wir hier in unserer Lieblingsstamm-Weltraumbasis, dem Raumschiff Himke, nenne ich es mal. Wie gesagt, weniger als 30 Leute sind nie da. Zu unserer 5-Jahresfeier, die damals noch im Albers stattfand, kamen 70 Leute zu Besuch. Bei unserer 10-Jahresparty, die fand dann hier im Himke statt, waren es schon über 100 Leute, die hier sich zusammenfanden. Und seitdem hängt an diesem Haus in Potsdam-Babelsberg eine Plakette am Haus von der Star Trek Tafelrunde, das für uns eine große Ehre ist und für das Haus natürlich auch. Allerdings machen wir viel mehr als uns nur zu treffen. So gehen wir zusammen ins Kino. Auf Conventions. Zu Spieleabenden oder Quizrunden. Ausstellungen. Zu Vorträgen. Premieren. Oder zu Konzerten, um nur einige zu nennen. Aber am meisten an der Tafelrunde schätze ich allerdings die Vielfalt und die Kreativität unserer Mitglieder. Der Spaß, den die Leute haben, die Ideen, die sie haben, die Möglichkeiten, die entstanden sind, weil sie so verschiedene Ideen haben und weil sie verschiedene Hobbys haben im Zusammenhang mit Star Trek. Das ist einfach großartig. Die ganze Gemeinschaft hier ist wie so eine kleine Familie, die zusammenhält, die sich gegenseitig unterstützt. Diese Gemeinschaft verwirklicht die Vision von Gene Roddenberry, dem großen Vogel der Galaxis. Ich kann ihm eigentlich nur noch hinzufügen, dass die Star Trek Tafelrunde eine Gemeinschaft aus wirklich allen Schichten der Gesellschaft sind. Aber weil ich das als Einzelperson schlecht verdeutlichen kann, überlasse ich an dieser Stelle einfach mal unseren Mitgliedern das Wort. Tafelrunde da lang. Moin allerseits. Mein Name ist Stefan Wilksch. Ich bin Professor für Produktionsmanagement und Innovationsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo, ich bin Miri. Ich bin eine Gründerin der Tafelrunde Potsdam und wünsche allen Zuschauern des Raumschiffs Eberswalde einen wunderschönen 55. Geburtstag. Ja, hallo, mein Name ist Erik. Ich bin Personalmanager und Mitglied bei der Tafelrunde Hermann Danel. Hallo, mein Name ist Dr. Oliver Rach, ich bin Wissenschaftler am Deutschen Geoforschungszentrum und Mitglied der Star Trek Tafelrunde Hermann Danell in Potsdam.
Hallo, ich bin Sascha Krüger. Ich bin Teil der Tafelrunde und meine Leidenschaft ist mein Beruf. Ich bin Sprecher und Schauspieler mit Schwerpunkt auf Synchronschauspiel. Na dann, auf die nächsten 55 Jahre Star Trek! Hallo, ich bin Tine, von Beruf Lehrerin und in meiner Freizeit designe ich Origami-Modelle, wie zum Beispiel diese Enterprise-D. Eberswalde, Dalak. Hi, ich bin Tobi und ich bin vor 20 Jahren als Trekkie geboren worden. Ich bin seit fast 4 Jahren Teil von der Hermann-Danell-Tafelrunde und bin wirklich froh darüber. Denn Star Trek ist nicht nur ein Franchise, es ist eine Lebenseinstellung. Live long and prosper. Hallo, wir sind Basti, Tim und Debrine. Wir sind ein Teil der Odeon Crew und somit auch ein Teil der Star Trek Tafelrunde in Potsdam. Hallo, ich bin Ronald, komme aus Potsdam, bin Star Trek Fan, Musiker und seit 2011 Mitglied der Star Trek Tafelrunde. Ich bin Steffi, ich bin 34 Jahre alt, Ehefrau und Mutter. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und bin Mitglied der Star Trek Tafelrunde Hermann Danell in Potsdam. Als Kind war ich die Einzige aus meinem Freundeskreis, die Star Trek geschaut hat, und deswegen ist es besonders schön, sich in diesem Rahmen über das Hobby austauschen zu können. Als Ingenieur bin ich natürlich auch Trekkie-Fan, auch schon seit meiner frühesten Jugend, und habe viel Spaß zusammen mit der Tafelrunde Potsdam gehabt in den letzten Jahren. Und unser Highlight meiner Meinung nach war natürlich auch immer die Lange Nacht der Wissenschaften. Moin, ich bin Commander Logan von der USS Killar. Ich soll ein Video zu 55 Jahre Star Trek machen. Film ab. Das Einflussgebiet der Star Trek Tafelrunde Potsdam erstreckt sich praktisch bis auf den Delta-Quadranten. Ich bin Amelie aus Bielefeld. Wir als Odeon drehen Fanfilme, setzen viele andere Projekte im Star Trek-Universum um und haben ganz viel Spaß gemeinsam mit dem Thema Star Trek. Hallo, ich bin Sarah, wohne in Potsdam, spreche auf YouTube unter dem Namen Uralte Morla über Bücher, Musicals und Nerdiges und ich bin Teil der Tafelrunde. Mein Name ist Harker Nöne. Ich bin Star Trek-Fan und Astrophysiker. Star Trek bedeutet für mich einen Blick in eine positive Zukunft, wo wir alle Schwierigkeiten als Gesellschaft gemeistert haben und glücklich miteinander zusammenleben können. Hallo, ich bin Mike, komme aus Berlin und bin Teil der Tafelrunde. Und entsprechend dafür habe ich auch ihre eigene Actionfigur kreiert. Das ist unsere Brücke, die wir selbst gebaut haben. Welches Schiff als Vorbild dient, muss ich ja nicht extra erwähnen. Viel Spaß noch bei den anderen Videos. Ciao! Die Tafelrunde Potsdam und ich haben immer Vorträge gehalten zur Langen Nacht der Wissenschaften. Und zwar die klassische Star Trek-Vorlesung, also wie funktioniert Warpantrieb, was ist davon wirklich wissenschaftlich begründet, wie funktioniert ein Transporter und was sind Aliens, was gibt es für Aliens, wo gibt es Aliens und bis hin zu der Frage, ist Jesus wirklich Jesus gewesen oder war das nur ein fehlgeschlagenes Experiment, eine fehlgeschlagene Zeitreise aus dem 24. Jahrhundert und irgendjemand saß dann plötzlich im Jahre Null fest und hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, die oberste temporale Direktive nicht zu verletzen, also die Zeitlinie nicht zu beeinflussen. Hallo, ich bin Tom, bin Mitglied der Tafelrunde und Besatzungsmitglied der Euderion. Der Freitag, die Tafelrunde, die gehört zu den festen Einträgen in meinem Terminkalender. Ich bin Star Trek-Fan mit Leib und Seele und wünsche alles Gute. 1989. War da was? Hallo, ich bin René aus Potsdam und Teil der Tafelrunde. Am liebsten platziere ich Beutel des Raumschiffs Eberswalde an geeigneten Stellen, entweder bei Premieren oder wie hier zu Hause. Ansonsten unterhalte ich auch schon gerne mal Sir Patrick Stewart und seine Crew bei der Premiere der Serie Picard durch qualifizierte Zwischenrufe. If I get into one of these chairs, I'm not gonna get out. Same with me. Yeah, absolutely. We don't care! They would sure love it. Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich sagen,
Ich bin ja ein Mensch. Wissenschaftsoffizier der Sternflotte sowie Mitglied der Star Trek Tafelrunde meldet sich zur Glückwunschübertragung. Wir beide haben uns sogar auf der Tafelrunde in Potsdam kennengelernt und sind mittlerweile verheiratet. Ja, und ich bin quasi dafür verantwortlich, weil ich meine Schwester irgendwann mal damit hingeschleift habe. Wir danken also der Tafelrunde in Potsdam und wünschen ganz viel Spaß. Ansonsten sehen wir uns wieder im 24. Jahrhundert und mir bleibt nur, euch zu sagen, lebt lang und habt viel Spaß. Danke. 1989 war allerdings nicht nur das Jahr, in dem die Mauer fiel. Es war auch ein besonders wichtiges Jahr für die Star Trek-Geschichte. Denn zumindest in den USA lief im Fernsehen bereits die zweite Hälfte der zweiten Staffel TNG und die erste Hälfte der dritten Staffel TNG, während dazwischen der Rest der dritten Staffel abgedreht wurde. Ja, und in dieser Zeit gab es auch einige wichtige Momente in der Star Trek-Geschichte. Zum Beispiel wurde eine uns allen bekannte Spezies eingeführt, die dann bis zum Ende eine der beliebtesten war, die Borg. Wir hätten allerdings noch viel mehr von dieser spannenden Spezies sehen können, wenn nicht ein Autorenstreik in der zweiten Staffel verhindert hätte, dass sie zum Dreh- und Angelpunkt der ganzen Season geworden wäre. Es war ursprünglich sogar geplant, dass die Borg komplett die Romulaner auslöschen. Ja, dieser uns allen bekannte Ratchet-Tod für die Romulaner blieb ihnen allerdings erspart. Dafür rollten ganz andere Köpfe und die nicht so sehr beliebte Catherine Pulaski wurde wieder durch eine andere Person abgelöst, die wir schon aus der ersten Staffel kannten, und zwar durch Beverly Crusher. Daneben gab es aber auch noch eine ganze Reihe anderer bemerkenswerter Gastauftritte. So zum Beispiel standen sowohl Robert O'Reilly und Armin Shimerman vor der Kamera für TNG, obwohl sie erst Jahre später als Gauron oder Quark zu Star Trek Berühmtheit kamen. Mein Lieblingsauftritt hatte allerdings ein Sänger namens Mick Fleetwood von der bekannten Gruppe Fleetwood Mac, der in der Folge Andere Sterne, andere Sitten als Fischterrorist auftrat. Vor allem war dieses Jahr das Jahr, in dem Frauen endlich mehr zugetraut wurde, als nur diese kurzen Miniröcke zu tragen, die Gene Roddenberry so mochte. So war es zum Beispiel einer Britin namens Gabrielle Beaumont vergönnt, die erste Frau im Regiestuhl bei Star Trek zu sein. Und die machte ihre Sache so gut, dass sie für weitere 8 Folgen verpflichtet wurde. Ja, und die zweite wichtige Frau war Melinda Snodgrass. Sie war Drehbuchautorin von solchen wichtigen Folgen wie Wem gehört Data oder Brieffreunde oder Planet der Klone und ein wichtiges Mitglied der Kreativabteilung bei Star Trek. Diese wichtigen Folgen gehören noch heute zu den beliebtesten Folgen bei Star Trek, wie auch eine kleine Umfrage, die wir unter unseren Mitgliedern gemacht haben, zeigt. Gab es 1989 eine Reihe von Premieren bei TNG. So steigt zum Beispiel Chief O'Brien zum Transporterchef auf. Geordi LaForge wird zum Lieutenant Commander befördert. Und Picard sagt das erste Mal seinen Satz Tee, Earl Grey, heiß. Und ein junger Brite namens David Carson führt das erste Mal für die Folge auf schmalem Grat Regie. Da verdient er sich die Lorbeeren, die ihn später dazu bringen, Regie auch beim 7. Kinofilmtreffen der Generationen zu führen. Und es wurden neue Uniformen eingeführt. Und diese Uniformen hatten einen stolzen Stückpreis von $3000. Und das hielt Jean-Luc Picard nie von seiner typischen Geste ab.
Und wenn das Jahr 1989 ein Bild hätte, das ich zu meinem Lieblingsbild erklären wollen würde, dann wäre es das, das den Data-Darsteller Brent Spiner inmitten von buddhistischen Mönchen zeigt. Als der Dreh zu der Folge Die Macht der Paragraphen stattfand, war nämlich der Dalai Lama in Los Angeles und obwohl der einen Termin hatte, durfte seine gesamte Entourage das Set von TNG besuchen. Der Dalai Lama selber konnte übrigens 1989 den Friedensnobelpreis gewinnen und hat zu Protokoll gegeben, dass er selbst schon einige Folgen Star Trek gesehen hat. Das Jahr 1989 blieb aber auch dafür in Erinnerung, dass bei Star Trek's Next Generation das erste und einzige Mal eine Folge aus mehreren Episoden zusammengeschnitten worden ist. Die gehört dann natürlich auch zu den nicht so beliebtesten Folgen bei Star Trek, wie wir bei unserer Umfrage in unserer Tafelrunde auch feststellen konnten. Auch wenn das Jahr 1989 für uns Deutsche ein wichtiges Jahr in unserer Geschichte war, mit dem Fall der Mauer und der deutschen Einheit, kommt dieses Jahr in der Geschichte von Star Trek gar nicht vor. Dort kommen Deutsche immer wieder nur in Form des Nationalsozialismus und in Form des Faschismus vor. Das sollte uns zu denken geben, vor allem diesen Wirrköpfen, die immer nur vom Vogelschiss in der Geschichte sprechen. Dennoch haben 1989 auch Deutsche eine wichtige Rolle in Star Trek gespielt, zum Beispiel Winrich Kolbe. Dieser hat in 3 Episoden Regie geführt und einen deutschen Schauspieler in Star Trek eingeführt. Einer Schöne. Und dieser ist vielen bekannt. Aber fragen wir doch einfach mal jemanden, der eine Reihe auf unserem Blog zu diesem Thema Deutsche in der Star Trek Geschichte geschrieben hat. Gab es noch andere Deutsche in dieser Geschichte? Mir würden sogar 2 Namen einfallen. Da wäre zum einen Gerd Oswald. Das war der Sohn eines berühmten jüdischen Regisseurs, der auch hier in Berlin geboren wurde. Allerdings musste seine Familie vor den Nazis fliehen und fand ein Exil in Hollywood, wo auch der junge Gerd Oswald in die Fußstapfen seines Vaters trat. Er machte sich vor allem einen Namen als Regisseur für TV-Serien, wo er unter anderem bei Daniel Boone, bei Bonanza und bei Outer Limits zu Rang und Namen kam. Und just in dieser Zeit wurde auch eine junge Science-Fiction-Serie namens Star Trek auf ihn aufmerksam, wo er für die Folge Kodos der Henker eingestellt wurde. Und tatsächlich hat er damals, in der Zeit, in der Geld ohnehin sehr knapp war, geschafft, seinen Shoot unter dem Budget fertigzustellen, woraufhin er in der gleichen Staffel noch einmal eingeladen wurde. Allerdings ist die Folge auf Messerschneide von Anfang an unter keinem guten Stern gewesen. Denn sowohl der Hauptdarsteller sprang ab, das Drehbuch wurde ständig verändert und auch die Drehorte wechselten so beständig, dass Oswald keine Chance hatte, das Drehbuch in der Zeit und unterhalb des Budgets fertigzustellen. Weswegen er tatsächlich am Ende sogar das Zweifache des ursprünglich angedachten Etats verbrauchte. Nicht nur das, tatsächlich war sein autoritärer Führungsstil etwas, womit junge Schauspieler wie zum Beispiel William Shatner überhaupt nicht klarkamen. Aber nichtsdestotrotz bleibt er als erster deutscher Regisseur in Erinnerung, der für eine Originalfolge Regie führte und somit auch so etwas wie ein Vorfahr von späteren Regisseuren wie Winrich Kolbe war. Und welcher Name fällt dir als zweites ein? Einen, den du kennen könntest. Nach Hans Beinler wurden nämlich in der DDR Straßen, Brigaden und Betriebe benannt. Denn der gute Mann war einer der großen Helden der Deutschen Demokratischen Republik, weil er als deutscher Kommunist im Zuge der internationalen Brigaden und ihrem Wirken im Spanischen Bürgerkrieg 1936 dort verstorben ist. Sein Sohn musste ebenfalls vor den Nazis fliehen und kam in Mexiko an.
Dort bekam er seinerseits 1953 einen Sohn, den er nach dem Großvater Hans Beimler nannte. Allerdings hat sich Hans Beimler Junior nicht in seine alte Heimat gewendet, sondern hat sein Glück in den USA gesucht. Kurz nach seinem Studium fing er bei einer neuen Serie namens Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert als Schreiber an und verdiente sich seinen Sporen durch diverse Folgen. Allerdings kam er weniger gut mit dem Personalwechsel in der zweiten Staffel zurecht und nahm seinen Hut. Wenig später, 1993, kam er wieder zurück in den Schoß der Star Trek-Familie, indem er für Deep Space Nine viele wichtige Folgen, wie zum Beispiel Immer die Last mit den Tribbles, Jenseits der Sterne oder Das, was du zurücklässt, geschrieben hat. So gesehen kann man in beiden Biografien eigentlich wunderbar erkennen, dass Star Trek und auch die deutsche Geschichte eng miteinander verknüpft ist. Das Jahr 1989 war aber auch ein Jahr, wo Star Trek um einen weiteren Kinofilm bereichert wurde. Wobei bereichert jetzt für viele Fans sicherlich eine Streitfrage wäre. Natürlich, Star Trek 5 am Rande des Universums ist ein Klassiker. Ja, aber es fängt schon im Filmtitel an. Der Film spielt noch nicht mal am Rand des Universums, sondern im Zentrum der Galaxis. Und ursprünglich sollte der Film ja auch gar nicht A Final Frontier oder am Rande des Universums heißen, sondern An Act of Love, also eine Liebestat. Ach komm, der Film hat großartige Momente. Die Szene am Lagerfeuer, der Satz, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ja, aber der Film hat auch Spock, der einen vulkanischen Nervengriff an einem Einhorn vollzieht und Uhura, die nackt in der Wüste einen Fächertanz macht. Dafür hat er, William Shatner, aber persönlich Regie geführt. Ja, dafür hat er aber auch höchstpersönlich die Goldene Himbeere als schlechtester Regisseur und als schlechtester Hauptdarsteller abgesahnt. Aber Shatner hatte es auch nicht leicht. Erst einen Autorenstreik, dann einen Fahrerstreik, dann wurde sein Budget zusammengekürzt. Das war nicht einfach für ihn gewesen in dieser Zeit. Aber dafür hat er es ganz gut hinbekommen. Selbst George Takei sagte hinterher, er war als Regisseur für ihn ganz erträglich gewesen. Ja, aber er war nicht so umgänglich mit allen anderen Leuten. Zum Beispiel Harv Bennett, sein Produzent, hat unter ihm leiden müssen. Und auch Gene Roddenberry war nicht um ihn angetan davon, dass, wie er es sah, Shatner ihm eine Idee geklaut hat. Bis zum Schluss war Gene Roddenberry einer derjenigen, die nicht nur rechtliche Schritte dagegen unternahmen, sondern sich auch stets dagegen verwehrt hat, dass Star Trek V ein kanonischer Film ist. Nicht zuletzt deshalb ist Cyborg bis heute ein heißes Eisen. Du musst dir vorstellen, dass Michael Burnham zwar ihrem Halbbruder Spock begegnet, aber nicht Cyborg, liegt noch immer darin begründet, dass dieser Film wenig populär ist. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass ursprünglich eigentlich Sean Connery angedacht wurde, um Cyborg zu spielen. Aber dieser hatte keine Zeit und so kam Lawrence Luckinbill zum Tragen. Überhaupt waren in dieser Zeit mehrere Kinofilme in Konkurrenz zu diesem Star Trek-Film. Zum Beispiel Batman, Ghostbusters oder Indiana Jones. Für mich bleibt es bis heute einer dieser ungeraden Filme, bei denen das Buch tatsächlich besser ist als das letztendliche Filmprodukt. Das war nicht umsonst in den USA immerhin einen Monat lang auf der Bestsellerliste der New York Times. Vor allem sollten wir nicht verschweigen, dass wegen der schlechten Einspielergebnisse des Films beinahe die komplette Star Trek Filmreihe eingestellt wurde. Das lässt sich auch super anhand einer kleinen Grafik zeigen, bei der wir mal die Tafelrundenmitglieder gefragt haben, was sie eigentlich von diesem Film halten. Für mich bleibt Star Trek 5 auch einer der Kinofilme, der die merkwürdigsten Merchandise-Produkte hervorgebracht hat. Zum Beispiel diesen Marshmallow-Dispenser. Aber auch Modelle der Enterprise A und interessante Figuren. Aber denk mal auch an diese Szenen, die zu sehen waren, die sonst keiner sah. Der fehlende Finger von James Doohan. Die Tochter von William Shatner oder die dreibrüstige Katzendame.
Ja, ich denke, anlässlich des 90. Geburtstags von William Shatner oder des 55. Geburtstags von Star Trek könnte man ruhig einen Director's Cut zu diesem Film herausbringen, indem man die ganzen Sachen, die sich Shatner ursprünglich vorgestellt hatte, digital einfügen könnte. Vielleicht könnte man sich dann eine Meinung darüber verschaffen, ob das jetzt eher an der Person William Shatners lag oder ob es einfach die Drehbedingungen waren, die diesen Film so streitbar machen. Über eins aber lässt sich definitiv nicht streiten. Star Trek 5 hat einen der besten Soundtracks herausgebracht in der Star Trek-Geschichte. Da ich aber dazu nicht so sehr viel sagen kann, fragen wir eins unserer Tafelrundenmitglieder. Tillmann. Gänsehaut. Das war die Titelmelodie von Star Trek 5. Das ist aus musikalischer Sicht eine total wilde Nummer. Unglaublich interessante Musik. Da bin ich der Meinung, dass da die Star Trek Filme mit den ungeraden Ziffern tatsächlich die etwas stärkeren sind. Wir laufen hier quer durch die Tonarten. Wir starten hier in C-Dur. Und dann biegen wir aber ab. Nach S-Dur plötzlich irgendwie. Langen Astur, was jetzt mit C-Dur nicht mehr so viel zu tun hat. Das ist jetzt G-Dur, das ist eigentlich, das würde wieder zu C-Dur führen wollen, so innermusikalische Zusammenhänge, aber es tut es nicht. Wir landen plötzlich S-Dur. Als Überraschung. Dann geht der ganze Spaß von vorne los, aber in einer anderen Grundtonart. Ihr seht, es ist was los. Und Star Trek 5 ist der Film eigentlich, der endlich mal wieder auf dieses Originalthema zurückgreift. Star Trek 2 verzichtet darauf, Star Trek 3 und 4 auch. In diesem Sinne, alles Gute, 55 Jahre, es ist unglaublich. Am liebsten würden wir euch noch mehr aus diesem spannenden Jahr erzählen, aber ich befürchte, dass unsere Sendezeit für heute vorbei ist. Aber wir laden natürlich jeden ein, bei uns persönlich mal bei der Star Trek Tafelrunde hier im schönen Lokal Himke in Babelsberg vorbeizukommen und mit uns über Star Trek, den fünften Kinofilm oder die zweite oder dritte Staffel von Next Generation zu sprechen. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich bei allen bedanken, die dieses kleine Video überhaupt erst möglich gemacht haben. All die verschiedenen Einzelpersonen, Gruppen oder Gäste der Star Trek Tafelrunde, die hieran mitgewirkt haben. Und natürlich auch bei Benjamin Stöwe, dem Schöpfer vom Raumschiff Enterprise. Scheiße. Eberswalde. Und dem Kurator des kleinsten Star Trek Museums des Universums, in dem wir als Fans so viele Stunden wundervolle Zeit verbracht haben, angereichert mit Kultur, mit Spaß. Dafür haben wir ihm und dem Raumschiff Eberswalde 2019 auch den David Hirst-Preis verliehen, der jedes Jahr an eine Person oder ein Projekt geht, die die deutsche Star Trek-Fanlandschaft bereichert. Wir wünschen euch allen weiterhin viel Spaß mit der großartigen Reihe zu 55 Jahre Star Trek vom Raumschiff Eberswalde hier auf dem Kanal von YouTube. Und verabschieden uns mit den Worten unseres Professors. Lebt lang und habt viel Spaß. Whoa, 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 your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Life's about to dream.